Ihr wolltet ein Part 2, deswegen testen wir jetzt die anderen neuen Essence-Produkte. Einmal haben wir diesen Eyes-Highlighter, der sieht wunderschön aus und schimmert richtig toll. In der Kollektion gibt es noch zwei Pinsel und hier sieht es einfach aus, als wäre in dem Pinsel Streusel drin. Beide sind ein bisschen unpraktisch für Highlighter, aber ich dachte, ich benutze jetzt einfach trotzdem diesen großen. Der Highlighter ist super schön auf der Haut, richtig natürlich und ich dachte zuerst, er wäre mir vielleicht ganz bisschen zu dunkel, aber es sieht richtig schön aus. To be honest, normalerweise mag ich Highlighter nicht mehr so gerne, aber den finde ich richtig schön. Ich habe sogar noch die Eiscreme benutzt als Lidschatten und das sah auch sehr schön aus. Eigentlich total praktisch, weil man den Highlighter nicht nur als Highlighter, sondern auch als Lidschatten benutzen kann. Weiter geht's mit diesen zwei Lip Creams hier, die haben beide einen pH-Reacting-Effekt. Ich habe erstmal mit dem hellen angefangen und ich dachte, das bleibt so weiß auf meinen Lippen, aber das hat sich wirklich so ins Rosane verändert. Hat mir ganz gut gefallen, aber natürlich müssen wir noch den zweiten hier probieren und der ist wirklich richtig, richtig pink. Wenn ihr Barbie-Lippen wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig und ich finde die Kollektion süß.